Es wäre für mich auch immer wichtig, dass ein Orchester sozusagen da drauf sitzt auf solchen Stücken. Ja? Es gibt manche Orchester, die einfach so idiomatisch das spielen. Wir haben es ja auch schon in Dresden miteinander gemacht. Schon allein das ist ein Riesenvergnügen. Ja. Und wir sind jetzt auch sehr erfahren in diesem Graben, der nicht leicht ist, wie wir in unseren ersten Jahren hier festgestellt haben. Wir wissen, der ist ja sehr auseinandergezogen. Also ich als Dirigent höre nicht unbedingt sehr gut vom Dirigentenpult an. Also ich muss mir ein fiktives Ohr, fast wie Bayreuth, aufschrauben, wie ich das in Bayreuth immer sage. Ich muss also ein Bayreuth-Ohr aufschrauben, muss hier das Salzburg-Ohr haben, weil das ein völlig anderes Ohr ist. Und wenn sie dann unten im Graben stehen, dann sagt man sich, es ist sehr, sehr oft, dass das Orchester doch zu laut ist, ja, und auch von Platz zu Platz verschieden beurteilt wird. Und wir haben jedes Jahr unglaublich daran rumgedoktort, bis wir das hinbekommen. Nun ist der Lohengrin zum großen Teil eben sehr pastellfarbig instrumentiert und das kommt natürlich dem Orchester unglaublich entgegen.